Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Treue hält und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Amen. Ganz herzlich begrüße ich Sie alle zum Gottesdienst am zweiten Advent. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, denn auf ihn und auf sein Kommen warten wir in der Zeit vor Weihnachten. Ganz besonders. Und wir kommen heute hier zusammen und feiern miteinander Gottesdienst im Namen von Jesus Christus. Er gibt unserer Hoffnung und unserer Freude festen Grund. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Heiligen Geistes, der unsere Augen öffnet für das Licht, das im Dunkeln leuchtet. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Jahr ist alles anders. Und so ist auch dieser Adventsgottesdienst anders, als wir es uns gewohnt sind und auch anders, als wir es gerne hätten. Nur wenige Leute dürfen überhaupt gewesen sein. Man muss sich anmelden, um Gott. Das hat es nie. Dafür wird der Gottesdienst aufgenommen. Und Sie können von zu Hause aus vor dem Bildschirm bei unserem Feiern mit dabei sein und sich auf diese Weise mit uns verbinden. Und an dieser Stelle danke ich ganz herzlich dem Team, welches für die Technik verantwortlich ist. Es sind junge Leute aus unserer Gemeinde, die es auf freiwilliger Basis möglich machen, dass dieser Gottesdienst aufgenommen wird und ausgestrahlt wird. Und es kann immer wieder einmal sein, dass die Übertragung nicht perfekt ist, dass mit dem Ton etwas nicht stimmt oder dass ich vorne ein wenig schwanke. Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Wir haben einfach nicht dieselben Mittel und Möglichkeiten wie ein professionelles Aufnahmeteam.
Umso mehr ist es mir ein Anliegen, euch zu danken, dass ihr in eurer Freizeit am frühen Sonntagmorgen da seid und ja auch den Stress und die Möglichkeit der Pannen auf euch nehmt. Herzlichen Dank. Zur Advents- und Weihnachtszeit gehört das gemeinsame Singen der vertrauten Lieder. Auch das ist im Moment nicht möglich. Ich bin deshalb sehr froh, dass 4 Sängerinnen und Sänger hier vorne für uns und mit uns singen, mit dem gebührenden Abstand und auch mit Mundschutz, was zum Singen nicht so einfach ist. Und wir summen halt einfach mit, so gut es geht. Und Sie zu Hause dürfen zum Glück machen, was Sie wollen. Und so stimmen wir nun ein in das erste Lied, Gott sei Dank durch alle Welt. Wir singen respektive summen zunächst die ersten 3 Strophen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Miteinander und gleich anschließend an das Gebet singen wir noch ohne Ansage noch die 4. und 5. Strophe vom vorhin begonnenen Liedes. Wir beten miteinander. Ewiger Gott, wir sehnen uns nach dem Licht, das in die Welt kommen soll, nach Hilfe und Kraft, nach innerer Ruhe und tiefem Frieden. Wir sehnen uns nach dem Tag, an dem diese mühevolle, dunkle und beängstigte Zeit nicht mehr ist, wir einander ohne Angst treffen können, einander umarmen, ins Gesicht schauen, so wie früher. Ewiger Gott, wir wollen versuchen, unsere Sorgen und Befürchtungen für einen Moment ruhen zu lassen, und auch dem Raum zu geben, was uns Hoffnung schenkt. Lass du uns sehen, wofür wir dankbar sein können. Hilf uns, die Wunder mitten im Alltag zu erkennen und uns von deinen Verheißungen berühren zu lassen. Wir warten auf dich und doch bist du ja schon längst da, mitten unter uns. Mach uns bereit dafür, dir zu begegnen. Amen. Wenn du
Lesung aus dem ersten Kapitel des Evangeliums nach Lukas. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends hinauf ins Bergland, in eine Stadt in Judäa. Und sie trat in das Haus des Zacharias ein und grüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias vernahm, dass das Kind in ihrem Leib hüpfte. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn als der Klang deines Grußes an mein Ohr drang, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig, die geglaubt hat, dass in Erfüllung geht, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm. Zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen. Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer ausgehen lassen. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen und seiner Barmherzigkeit gedacht, wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr und kehrte dann nach Hause zurück.
Liebe Gemeinde, für meine heutige Predigt habe ich einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja ausgewählt. Dort wird berichtet, wie sich das Volk Israels an Gott wendet. Es sind heftige Worte, die wir gleich hören werden, leidenschaftliche, klagende, inständig bittende und hoffende. Die Not der Menschen wird spürbar, ihre Sehnsucht danach, dass Gott doch endlich in das Geschehen der Welt eingreift, den Himmel zerreißt und zu den Menschen hinabsteigt. Martin Hahnemann liest nun den Text der Predigt aus dem 63. Kapitel des Jesaja-Buches. Schau herab vom Himmel und sieh herab von der Wohnung deiner Heiligkeit und deiner Herrlichkeit. Wo sind dein Eifer und deine Kraft, das Aufwallen deiner Gefühle und dein Erbarmen? Mir hast du es nicht gezeigt. Du bist doch unser Vater, Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser seit uralten Zeiten ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns umherirren, fern von deinen Wegen? Verhärtest unser Herz, sodass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück, um deiner Dienen, um deiner Stämme, deines Erbbesitzes willen. Für eine kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk enteignet. Dein Heiligtum haben unsere Feinde zertreten. Wir sind wie die geworden, über die du nie geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen wurde. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst du herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erbebt wären, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Aufwallen bringt, um deinen Namen bekannt zu machen bei deinen Feinden. Die Nationen zittern vor dir, wenn du wunderbare Dinge tust, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Wenn du herabsteigst, beben die Berge vor dir. Und nie zuvor hat man davon gehört, nie haben wir davon gehört. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der solches tut für die, die auf ihn warten. Liebe Gemeinde, worum geht es in diesem Text, der uns so heftig und so drängend entgegenkommt? Ich denke, die Bedeutung der Worte, die hat sich Ihnen wahrscheinlich bei diesem ersten Hören noch nicht ganz erschlossen. Doch die Stimmung, die Atmosphäre des Textes,
Das erfassen und erspüren wir, auch ohne den tiefen Sinn ganz zu begreifen. Da liegt jemand Gott ganz heftig und mit großem Nachdruck in den Ohren und bestürmt Gott, drängend, fordernd, ja auch vorwurfsvoll, klagend, voller Fragen. Schau herab vom Himmel, so heißt es dort. Wo sind dein Eifer und deine Kraft? Du bist doch unser Vater. Warum, Gott, lässt du uns umherirren? Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärst zu uns herabgestiegen. Es kommt mir vor, wie wenn diese Worte förmlich in den Himmel hinaufgeschleudert werden, um damit Gott aus seiner himmlischen Wohnung herauszulocken. Und der drängende, der sehnsuchtsvolle Ton lässt erahnen, wie weit weg der Himmel die göttliche Wohnung für die Menschen gewesen sein muss. Und wahrscheinlich war dies ja wirklich so. Das Volk Israel war klein damals, ohne Bedeutung. Zerstreut hatte die Geschichte die Menschen in alle Winde. Die großen Zeiten waren vorbei. Die Zeiten der Gottesoffenbarungen oder der Befreiungsaktionen wie damals in Ägypten, das war Geschichte. Menschen wie Abraham, Mose, David und Salomo, die gehörten schon längstens der Vergangenheit an. Der Gott und der Glaube Israels, das war nur noch so etwas wie ein Überrest aus längst vergangenen Zeiten. Das Volk war besiegt, zerschlagen, zerstreut. Und wie so oft mit dieser Niederlage kam auch ihr Glaube ins Wanken. Um Gott scheint es still geworden zu sein, hat er sich tatsächlich einfach in den Himmel zurückgezogen. Auf jeden Fall auf der Erde scheint er nicht mehr zu sein. In den Menschen der Herzen fehlt er, im Heiligtum ist er nicht mehr zu finden, denn dieses ist zerstört und liegt in Trümmern. Und nun, in dieser so finsteren Zeit, versucht der Prophet Jesaja mit ganzer Kraft, die Menschen wieder an Gott zu erinnern. Wieder eine Verbindung, eine Nähe zwischen Himmel und Erde zu schaffen. Und offensichtlich, einige seiner Landsleute wurden tatsächlich auch wieder empfänglich für diese Hoffnung, von der Jesaja gesprochen hat. Sie fangen an, sich Gott zuzuwenden und auch zu merken, was sie in all den Jahren der Gottesferne verloren haben. Und hier sind wir beim Ausgangspunkt unserer Predigt, unseres Predigttextes. Die Menschen beten darum, ja, sie flehen, dass Gott zu ihnen kommt, dass Gott die Verbindung zu ihnen wieder aufnimmt. Schau herab vom Himmel. Du bist doch unser Vater, unsere Mutter. Zerreiß den Himmel und steig zu uns hinunter. Und dann kommen auch die Fragen. Wie konntest du es zulassen, Gott, dass wir uns von dir so entfernt haben? Auf einmal ist er da, der Wunsch nach dem starken Gott, der über Himmel und Erde bestimmt, der wieder gerade rückt, was die Menschen vermurkst haben. Und hier, liebe Gemeinde, hier kommt uns dieser Text plötzlich ganz nahe. Für mich auch erschreckend nahe. Ja, wie ist denn das bei uns? Über Strecken unseres Lebens hinweg haben wir uns wahrscheinlich auch immer wieder ganz bequem eingerichtet, ohne Gott. Haben uns nicht gefragt nach dem Himmel, wo er ist. Und dann auf einmal, je nach Lebenssituation, da kommen die Fragen, da kommt die Sehnsucht. Die Sehnsucht danach, dass Gott doch endlich eingreift, ja, das kennen wir doch nur zu gut.
Auch wir fragen uns immer auf die eine oder andere Art, weshalb denn Gott die Menschen, unsere Gesellschaft so herumirren lässt, vom Weg abkommen. Und wir wünschen uns so sehr, dass Gott endlich eingreift, dass Gott verhindert, dass Flüchtlinge im Meer ertrinken, dass er verhindert, dass ein Virus Millionen von Menschen krank macht und alles lahmlegt, dass Gott verhindert, dass Bomben explodieren, Kinder verhungern und Menschen viel zu früh sterben. Schau herab vom Himmel, zerreiß den Himmel und komm zu uns. So bedrängen vielleicht auch wir immer wieder Gott. Dann, wenn wir vor lauter Angst und Sorgen nicht schlafen können, dann, wenn das Grauen, die vielen Fragen nicht auszuhalten sind. Doch, wie ist das nun? Dürfen wir denn Gott so anklagen? Dürfen wir ihm Vorwürfe machen? Oft ist es ja so, dass wir ihn vergessen haben, dass wir nicht mehr nach dem Himmel fragen. Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir sagen, komm du zu uns. Denn wir wissen ja auch, dass in so vielen Bereichen wir es sind, die umkehren sollen, dass wir umdenken müssen, dass wir verzichten sollen, dass unser Handeln gefragt ist, dass wir ja mit unserer eigenen Liebe und Geduld und Barmherzigkeit ja ganz viel Gutes bewirken können, viel Schlechtes auch verhindern. Und doch, es ist ja nur der eine Teil. Denn wenn Menschen Gott bestürmen, dass er seine Kraft und seinen Eifer zeigt, dann ist dies ja vor allem auch Ausdruck des Erschreckens darüber, was alles auf unserer Welt, in unserem eigenen Leben, in unserer Gesellschaft an Schrecklichem geschieht. Gott zu drängen, ist ja vor allem auch ein Zeichen tiefster Demut und ist ein Zeichen der Erkenntnis, dass wir merken, wir haben so vieles nicht in unserer eigenen Hand. Mit unserem eigenen Reden und Handeln, da können wir gewissermaßen die ersten Sprossen der Leiter bauen, die zum Himmel hinauf führt. Und diese ersten Tritte, ja, das ist ganz klar, die sind notwendig. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite. Es ist auch an uns, Gott um Hilfe zu bitten. Und so wie damals zu Zeiten Jesajas, nicht aufzuhören, Gott auch zu drängen und anzuflehen. Hättest du doch schon den Himmel zerrissen, wärst herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erbebt wären. Wahrscheinlich kommt ihnen dieses Bild vom Himmel, der aufreißen soll, vertraut vor. Sie kennen es aus dem bekannten Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf«. Wir werden es später noch singen und summen. »O Heiland, reiß die Himmel auf«. In diesem Lied begegnen wir auch der Sehnsucht nach Gott, dem Drängen, Bitten und Flehen. Das Lied, das in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges entstanden ist, welcher einen großen Teil von Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt, heißt es dann in der vierten Strophe. Und am Schluss des Liedes singen Christen und Christinnen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten, hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Der Dichter dieses Liedes, Friedrich Spee, hat mit diesen Worten seine eigene Sehnsucht nach Gott, nach Licht und Frieden in Worte gefasst.
Auch bei ihm steht hinter dem Drängen und Flehen die große Hoffnung, dass Gott endlich eingreift und sich seiner Schöpfung erbarmt. Es ist ein Adventslied. Und um die Sehnsucht nach Gott, um das Warten darauf, dass Gott zu uns kommt, dass Gott den Himmel zerreißt, um das geht es ja auch im Advent. Da geht es ja nicht nur um das Warten auf die Geschenke und auch nicht um die Erwartung, dass die Familie sich um den Weihnachtsbaum herum versammelt. Dies ist so etwas wie die Außenseite von Advent und Weihnachten. Doch die Innenseite, das ist die Sehnsucht nach Gott, nach dem Gott, der die Mächtigen vom Thron stürzt, die Hungrigen mit Gutem sättigt und die Reichen leer ausgehen lässt. So wie wir es zu Beginn in der Lesung aus dem Lukas-Evangelium gehört haben. Advent, die Zeit der Erwartung und der Sehnsucht der Menschen nach Gott. Vielleicht warten nicht nur wir Menschen auf Gott. Ich glaube, dass Gott auch auf uns wartet. Darauf, dass wir ihn rufen. Dass wir Gott und uns selber ganz demütig eingestehen, dass wir so vieles nicht alleine schaffen. Ich glaube daran, dass Gott sehnsüchtig darauf wartet, dass wir ihm auch etwas zumuten und es von ihm erbitten, ja, dass wir mit ihm auch rechnen und ihm als Gegenüber auch vertrauen. Und immer wieder neu in den Himmel hinauf rufen, singen, summen. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Und in diesem Sinne lade ich Sie nun ein, als Abschluss der Predigt, dieses Adventslied zu singen, zu summen. Wir summen alle 6 Strophen und bleiben sitzen dazu.
Wir bleiben sitzen zur Fürbitte. O Heiland, reiß die Himmel auf. Auf dein Kommen warten wir, ewiger Gott, und sehnen uns danach, dass der Himmel tatsächlich aufgeht und wir deine Gegenwart in dieser oft so dunklen Welt erfahren. O ewiger Gott, reiß die Himmel auf. So sehr hoffen wir auf Gerechtigkeit, darauf, dass alle Menschen genug zu essen haben, einen Ort, wo sie Schutz und Geborgenheit finden, dass Krieg und Hass endlich ein Ende hat, Menschen einander über alle Grenzen hinweg respektieren und achten. Schenk du uns, Gott, Kraft und Weisheit, im Kleinen wie auch im Großen Schritte zu tun, hin zu einer besseren und helleren Welt. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass wir mit unserer eigenen Kraft nicht alles bewirken können, dass wir dich so sehr brauchen und auf deine Hilfe und deine Kraft angewiesen sind. Reiß du den Himmel auf, ewiger Gott. Und so legen wir nun unsere eigene Not und die Not unserer Welt in die Worte, die Jesus Christus uns gelehrt hat, und beten in Verbundenheit mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt gemeinsam, dass unser Vater uns stehen dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte des heutigen Gottesdienstes ist bestimmt für den Verein Kinderprojekt Burma. Dieser Verein hilft seit 23 Jahren in Burma Kindern und Jugendlichen eine Lebensgrundlage aufzubauen. In der Region, wo sich dieses Kinderheim befindet, leben mehrheitlich Angehörige einer christlichen Minderheit. Unterstützt werden zwei Kinderheime mit insgesamt 55 Kindern, drei Kindergärten und ein Jugendzentrum. Das Geld, welches heute zusammenkommt, ist für die berufliche Integration der jungen Erwachsenen bestimmt, die im Kinderheim aufgewachsen sind. 20 junge Frauen besuchen einen Nähkurs und nach Kursabschluss können sie ihr eigenes Nähatelier eröffnen oder zu Hause arbeiten und so finanziell selbstständig werden. Es ist also eine Hilfe zur Selbsthilfe in einer politisch wirklich sehr schwierigen Situation. Wir danken Ihnen ganz herzlich, wenn Sie mit Ihrer Spende dieses Projekt unterstützen. Am 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Seit 1948 wird an diesem Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedacht. Die Menschenrechte sollen jedes menschliche Leben auf der Erde für alle gültig sein. Und es ist eine traurige und erschreckende Tatsache, dass dieses Ziel noch lange nicht erreicht ist. Verschiedene Organisationen nutzen diesen Tag der Menschenrechte, um auf diesen Missstand hinzuweisen, so unter anderem Amnesty International, welche jedes Jahr Kerzen zum Verkauf anbietet. Diese Kerzen sehen so aus. Und das Licht der Kerze ist ein Zeichen der Hoffnung,
Das Wort Freiheit steht darauf in verschiedenen Sprachen. Wenn Sie selber auch ein Zeichen für die Rechte der Menschen setzen wollen und dann vielleicht auch am Donnerstag eine Kerze anzünden und auf den Fenstersims stellen, dann können Sie nach dem Gottesdienst bei mir beim Ausgang eine solche Kerze kaufen. Und wenn Sie jetzt am Bildschirm das hören und denken, Sie möchten auch so eine Kerze, melden Sie sich einfach, wir haben noch mehr auf Lager. Der Erlös der Kerzen kommt vollumfänglich Amnesty International zugute. An dieser Stelle sagen wir normalerweise, wann und wo der nächste Gottesdienst stattfindet, wo man sich treffen kann in unserer Kirche. Das ist im Moment fast nicht möglich. Die Bestimmungen ändern sehr häufig. Es ist wirklich schwierig zum Planen. Draußen liegen noch Flyer auf. Ich hoffe, Sie stimmen auch am Samstag noch. Es ist am einfachsten, wenn Sie sich, wenn Sie diese Möglichkeit haben, auf unserer Homepage informieren oder sonst auch einfach anrufen oder jemanden fragen, von dem Sie annehmen, dass diese Person dies weiß. Dies ermöglicht auch gerade gute Kontakte. Man kommt so auch ins Gespräch miteinander. Und ich danke Ihnen einfach, wenn Sie Verständnis haben, dass in dieser wirklich besonderen Situation manchmal auch kurzfristig etwas anders ist oder eben auch etwas nicht ist. Vielen Dank auch all denen, die heute bei diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, sei es bei der Musik, beim Lesen des Bibeltextes oder bei der Technik oder einfach ganz still und diskret im Hintergrund. Vielen Dank. Wir singen respektive summen noch drei Strophen vom Lied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit und bitten anschließend Gott um seinen Segen. Zum Lied und zum Segen bitte ich Sie aufzustehen.
umhüllt mit deiner Wahrheit, getragen von deiner Barmherzigkeit, bewegt von deiner Freude. Und dazu segne uns und behüte uns. Gott, lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke uns und der ganzen Welt deinen Frieden. Amen.